Dukat und Nino ziehen die Blicke auf sich, wenn sie zu Gast sind auf Mittelaltermärkten. So wie hier beim Fest auf der Nentershäuser Tannenburg. Gerhard Döring aus Eschwege züchtet die Tiere der Rasse Rätisches Grauvieh. Die Ursprünge der alten Rasse sollen auf Kreuzungen zur Zeit der Völkerwanderung zurückgehen. Und so eignet sie sich für mittelalterliche Märkte und Feste. Menschenbezogen und umgänglich sind die eher klein gewachsenen Tiere, die bis vor 100 Jahren noch häufig in der Schweiz anzutreffen waren, um dort die Hänge abzuweiden. Wenn Döring mit dem Ochsen und dem Bullen Märkte besucht, dann verwandelt er sich in einen Mönch und seine Frau sich in eine Nonne. So passen auch sie in die mittelalterliche Zeit.